Südafrika trauert um die Anti-Apartheid-Ikone Winnie Mandela. Die Ex-Frau des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela stirbt im Alter von 81 Jahren nach langer Krankheit in Johannesburg. Für viele Südafrikaner ist sie die Mutter der Nation. Die Aktivistin ist eine der schillerndsten, aber auch umstrittensten Persönlichkeiten im jahrzehntewährenden Kampf gegen die Rassentrennung. Sie war nicht nur eine Inspiration, sondern hat auch das Leben von Millionen Südafrikanern berührt in den dunklen Tagen der Apartheid. Jahrzehntelang kämpft sie gegen die Rassentrennung und wird immer wieder inhaftiert und gefoltert. Doch sie sorgt auch für Negativschlagzeilen. Die Brutalität ihrer Leibwächter, ihre Scheidung von Nelson Mandela und später eine Verurteilung wegen Betrugs schaden ihrem Image. Winnie Mandela soll am 14. April beerdigt werden.